Yo Buddies, ich wollte mich erstmal, bevor das Video losgeht, wirklich von Herzen bedanken für 10.000 Abonnenten. Ich muss euch wirklich sagen, es ist so unreal für mich, weil ich habe damals so gedacht, als ich mit YouTube gestartet habe, da habe ich zu Laura gesagt, so, wenn wir in ein paar Jahren mal so 10.000 Abonnenten hätten, dann hätte ich eigentlich schon alle Ziele erreicht, die ich haben möchte. Und damals war noch gar kein Ziel, in irgendeiner Halle hier zu stehen, mehrere Autos zu haben. Es ist wirklich geisteskrank. Ich dachte damals, ich bleibe bei meinem Golf 6 GTI und ich habe euch wirklich sehr, sehr, sehr viel zu verdanken. Und deswegen möchte ich auch eine Kleinigkeit zurückgeben an euch. Erstmal muss ich euch hier mal ein Foto machen. Ich habe nämlich heute mein Stativ vergessen und ich sag mal, bei 10.000 Abonnenten werden wir hier auch ganz professionell und kreativ. Da seid ihr nämlich. Das ist nämlich mein Stativ heute. Völlige Katastrophe. Ich habe vorhin so geguckt und dachte so, fuck, alles vergessen. Gut, ich könnte euch auch hier im Vlog-Style mitnehmen, aber anderes Thema. Auf jeden Fall möchte ich euch jetzt eine Kleinigkeit zurückgeben. Und zwar haben wir auf Instagram, ihr könnt mal gucken, da habe ich das alles gepostet, so ein kleines Car-Battle gestartet. Bis Mittwoch 18 Uhr könnt ihr euch da, glaube ich, noch registrieren. Dann könnt ihr mir ein Bild von eurem Auto schicken und in meiner Story treten die Autos gegeneinander an und dafür gibt es dann 3 Preise. Wird, glaube ich, übelst cool, gerade weil man am Ende noch was gewinnen kann. Und ja gut, wir machen das Ganze auch ein bisschen anders. Es ist nämlich so, dass die Autos gegeneinander antreten, per Losverfahren. Also ihr bekommt ein Los. Normalerweise, viele machen ja bei diesen Car Battles wirklich ein Golf 6 GTI gegen Golf 6 GTI, ein E36 gegen E36. Das machen wir so nicht. Es wird gelost und am Ende entscheidet das Los, welchen Gegner ihr habt. Und das kann von 5 Runden gegen Polo 6N bis hin zu 5 Runden gegen C63 AMG sein. Wird auf jeden Fall, glaube ich, übelst spannend. Ich habe richtig Bock drauf. Die ganzen ersten Lose, ich glaube, wir haben schon 60 Autos registriert, ohne dass ich das groß hier angekündigt habe. Ist wirklich geil. Also, danke für 10.000 Abonnenten. Riesenherz geht raus. Laura wird sich genauso bedanken, die ist leider heute nicht da. Und ja, jetzt gucken wir uns ein Auto an, was ich gekauft habe. So kleines 10.000 Abonnenten-Special, so eine kleine Belohnung für mich. Was ich zu dem Auto sagen muss, ist, ihr müsst da ein bisschen mit Fantasie rangehen und ein bisschen, ja, ein bisschen die Fantasie walten lassen, wie dieses Auto mal aussehen könnte. Es ist nicht der beste Zustand, aber es könnte mal wirklich seltenes Sammlerstück werden. Und dann würde ich sagen, wir starten einfach mit dem Video. Ich habe schon 3 Minuten gequatscht, um Gottes Willen. Guckt euch das Video an, ich wünsche euch viel Spaß und das ist unser neues Auto. Was geht, Buddies, und herzlich willkommen zum neuen Video. Ihr seht schon, das ist hier alles ganz schön komisch heute. Wir starten bei mir zu Hause. Und vor allem, guckt mal, was da in den Kartons ist. Ich glaube, bei 10k habe ich eine geile Überraschung für euch. Wir starten dieses Video aber hier bei mir zu Hause, denn ihr habt es vielleicht auf Instagram mitbekommen, ich habe dieses Wochenende 2 Autos gekauft. Es ist ein herrlicher Tag draußen, ich habe richtig Bock. Ein Auto davon ist das schönste Auto, was ich in meinem Leben je besessen habe, würde ich safe sagen. Ich würde es wirklich safe sagen. Und das Krasse ist, das Auto ist auch noch von einem guten Kollegen, von einem YouTube-Kollegen sogar. Und ich glaube, ich will gar nicht lange drum herum labern. Ich konnte heute auf der Arbeit gar nicht stillstehen, weil ich zu diesem Auto will. Aber ich musste erstmal arbeiten. Und deswegen, wir müssen jetzt einfach los. Bis gleich. Alle haben damals gesagt, Digga, zieh in die Innenstadt, dass du aber jedes Mal 15 Minuten zu deinem Scheißauto laufen musst, wenn du komplett aufgeregt bist und einfach lossprinten willst zu deinem neuen Auto. Das hat dir keiner gesagt. Jetzt kann ich auch schon nicht mehr. Oh Mann, es tut mir wirklich leid. Ich bin ein bisschen euphorisch. Digga, Autofahren kann ich übrigens auch schon wieder nicht. Guckt euch das mal an, also das ist schon haucheng. Oh fuck, ey. Ich glaube, ich komme da raus, ohne die ganzen Felgen zu zerstören. Hinten ist ein bisschen besser. Oh, oh, oh. Und wenn du es dann noch richtig gut haben willst, dann parkst du dein Daily in der Sonne. Das Ding hat keine Klimaanlage und du ziehst ein weißes T-Shirt an. Lieben wir. So, ich bin jetzt bei Lauras Eltern angekommen, denn ich brauche das Auto von Lauras Mama. Das Auto ist nämlich leider nicht fahrbereit und wir brauchen einen Trailer. Und sie hat halt einen Tiguan, damit kann man einen Trailer ziehen und deswegen müssen wir so das Auto abholen. Und ich bin natürlich auch ein Ehrenbuddy. Ich gehöre genauso zu den Boost-Buddies wie ihr. Und deswegen zeige ich euch heute natürlich sofort erstmal das coole Auto. Oh, wer kommt denn da? Wer kommt denn da? Hallo? 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 Oh nein, oh nein, oh nein. Hallo, hey, du bist ja gleich hier komplett drinne. Willst du eine Runde mitfahren? Willst du eine Runde mitfahren? Wir wollen doch heute ein Auto kaufen. Jetzt ein Auto kaufen, warte doch. Hallo, wie geht's dir? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. 3 hours later. So, wir sind jetzt hier unterwegs. Der saure Jodi ist auch dabei. Keine Sorge,
Der ist auch angegurtet. Sorry, es tut mir leid. Weiter nach vorne als so kann er nicht. Aber er steht immer irgendwie auf der Mittelkonsole. Er liebt das, weil er dann halt vernünftig rausgucken kann. Ich wollte euch eigentlich nur sagen, dass wir jetzt unterwegs sind, hier im Tiguan, weil wir ja das Auto als Trailerfahrzeug brauchen. Wir kriegen das Auto auch zum Laufen. Es ist aber ein so besonderes Auto. Ich habe das Auto selber noch nicht mal gesehen und habe es trotzdem schon gekauft. Wie gesagt, da wo wir jetzt hinfahren, denjenigen kenne ich ja. Es wird auf jeden Fall interessant. Juli, freust du dich? Weiß ich über alles, ne? Ist ganz schön warm heute. Ist ganz schön warm heute. Genau, dahin sind wir jetzt unterwegs und wie gesagt, morgen fahren wir schon direkt das nächste Auto angucken. Ist aber wahrscheinlich ein eigenes Video. Also, Jake, bis gleich. Ja, ich guck mal rein. Eigentlich wollte ich noch nicht zeigen, wo wir sind, aber jetzt stehst du hier gerade wie so ein Paradebeispiel mit deiner Kippe. Mit meinem Bier, aber ich bin kein Asi, Alter. Aber jetzt geht das Scheiße wieder ran. Also, wie ihr seht, sind wir bei Michelle von NoFucks Given. Und eigentlich gibt's. Mach doch dein Intro, wie du willst. So. Ich hab doch schon das Video angefangen. Es ist doch schon. Ja, na klar, habe ich das Video schon angefangen. Wir fangen jetzt nochmal neu an. Nein, wir haben schon angefangen. Aber für Michelle. Was geht, Boost Buddies? Und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin Justin von Boost Company. Das ist mein bellender Hund. Und hier ist Michelle von NoFucks Given. Hat man das nicht in der Fahrschule gelernt? Auf jeden Fall sind wir heute hier, um Auto zu kaufen. Das haben wir ja schon erzählt. Bei Michelle kauft man eigentlich nur zwei Autos, entweder BMWs oder Caddys. Ich weiß gar nicht, was soll das weiße Ding hier? Das ist eigentlich mein zukünftiger Daily. Ich bin noch nicht das Auto, Mensch. Ich schneide das schon hin. Das ist eigentlich mein zukünftiger Daily. Echt? Ja. Was mit dem anderen? Den verkaufe ich schon. Okay. Auch, ja. Falls du noch einen Caddy brauchst. Ne, nee, Caddys haben. Wenn du jetzt schon auch so vielleicht einen Kauffieber bist. Ne? Jetzt gehe ich gerade weg von VW und jetzt willst du mich wieder dazu hinbringen, oder was? Zu alten VWs, zu noch guten VWs. Die keine Motorschäden haben. Wir haben hier eigentlich was auf dem Blatt Papier erstmal ultra sexy ist, ne? Ich meine, wir haben M-Paket, ja. Wir haben schwarzen Dachhimmel ab Werk, wir haben M-Paket ab Werk auch. Ja. Was willst du noch sagen? Ein Individual-BMW. Ich meine, der eine oder andere wird wissen. Ein individueller Farbton. Wir haben Teillädersitze. Wir haben Sechszylinder. Coupé. Also ein Coupé. Und ja, eigentlich sollten die Leute sich jetzt einfach ein Carporn angucken, denn ich glaube, das ist das schönste Auto, was ich je besessen habe. Was? Geht los? Boah, meine Motivationsflüssigkeit. Nein. Also Leute, ihr habt gesehen, ich habe einen E36 gekauft in einer Individuallackierung. Ich frage dich nur eine Sache. Wann und wie sehr wirst du es bereuen? Ich bereue es schon. Ich glaube auch, ja. Wenn man das Auto jetzt hier so stehen sieht, ich glaube, da kann man nur heulen, wirklich. Ja, definitiv. Ich meine, wie gesagt, wir haben schon ein bisschen drüber geredet, du kannst ja ein bisschen was über das Auto erzählen. Das erste, was prägnant war, was ich auch nicht wusste, das ist ein Porsche-Farbton. Ne? Ja, genau. Veilchenblau heißt das Ganze oder Velvet Blue, nennen es auch Velvet viele. Velvet Blue, genau. Velvet Blue ist ein anderes Farbton. Nee, Velvet Blue tatsächlich, ja. Velvet Blue auf Englisch. Es ist auf Englisch. Ach so, echt? Aber ja. Es gibt doch noch ein anderes Velvet Blue, da bin ich jetzt... Nee, bin ich nicht der Meinung. Bin ich jetzt durcheinander. So ein dunkles Blau. Ah, doch, irgendwas Dunkleres gibt's auch. Vielleicht erzähle ich auch Scheiße. Das ist mein erstes E36-Projekt, was so richtig anläuft, denke ich. Michelle hat mir das Auto unter einer Bedingung eigentlich verkauft. Das Ding wird nicht geschlachtet. Das Ding kriegt keine Rennstrecke. Das Ding wird einfach ein richtig schönes Auto. Ne? Und einfach das, was er eigentlich vorhatte, damit das weiterzuführen. Und ich meine, wenn wir die Daten haben, wir haben M-Paket, hast du gesagt. Erstmal haben wir diese Porsche-Lackierung, die auf 993 ganz oft war. Die ja auch im Dom. Also das ist mir halt auch. Man kann jedes Auto in jeder Farbe lackieren. Ne? Aber Freunde, wir können eigentlich die Haube mal schärfen.
Weil. Vor allem haben wir endlich mal einen Sechszylinder. Also, da müssen die stehen, ne? Hier steht einfach individual, ne? Genau. Hier steht halt einfach nur Veilchenblau, individual Metallic. Ne? Füller schwarz. Und das bekommt ihr ja nirgendwo, ne? Wenn ihr dieses Fahrzeug auslest, dann ist ganz klar, das Fahrzeug ist ab Werk so lackiert worden. Und ich weiß nicht, wie du da bist, aber ich bin ja sowieso seltene Teile, seltene Fahrzeuge. Das ist krass, ey. Ich sag mal, das ist wirklich so ein Sammlerauto, ne? Das ist kein Auto und das ist auch der Grund, warum ich den unbedingt haben wollte. Ja. Michelle hat eine Story gemacht. Michelle ist jetzt ja nicht unbekannt, gerade in der BMW-Szene. Ja. Da wird er eigentlich bei fast jedem irgendwie einen Namen haben. Egal ob gut oder schlecht. Ja. Aber manchmal ist schlechte Publicity auch gut. Ja, Publicity. Pass auf. Es ist jetzt so, dass er die Story gepostet hat und ich hab an diesem Tag, ihr wisst das, schon Auto gekauft gehabt. Und dann sehe ich diese Story und dachte so, Digga, nee, das kann doch jetzt nicht sein Ernst sein. Ich habe doch gerade vor 2 Stunden ein Auto gekauft. Ja. Wirklich, ich habe vor 2 Stunden ein Auto gekauft. Und dann dachte ich, scheiß drauf, jetzt kratze ich mein Geld zusammen. Die meisten werden es wissen, ich wollte mir eigentlich einen E92 kaufen für die Rennstrecke. Das Projekt ist jetzt erstmal nach hinten verschoben. Ist nicht weg, ich spare da weiterhin drauf. Wird auch eine harte Zeit mit so einem Projekt, weil hier soll alles perfekt werden. Würde mich freuen. Aber ein Auto in einer seltenen Farbe mit individual 6-Zylinder, was bei mir jetzt auch bisher so noch nicht gab. Ja. Und er ist jetzt nur ein 320i. Ist nur ein 320i. Aber ich weiß nicht, wie es mit Umbau aussieht. Wir wollen den erstmal so zum Laufen kriegen. Ich werde nicht den Fehler machen wie bei meinem anderen E36, dass wir das Ding erstmal komplett zerruppen. Wir bringen ihn erstmal zum Laufen. Wir bringen das Ding erstmal durch den TÜV. Wir bringen das Ding erstmal auf Vordermann, sodass das Auto fährt. Und dann kann man sich über irgendwelche Motorumbauten Gedanken machen. Völlig korrekt, ja. Vom 6-Zylinder, vom 320, aber zum Beispiel auf dem 325, 323 ist aber auch einfacher. 323 und 328 kannst du bei dem Fahrzeug umbauen, okay, weil du die Euro-Norm hast, die dich quasi darin begrenzt. Also ja. 50 Rückbau ist nicht mehr möglich, es sei denn, du haust halt einen Dings rein, einen Kaltlaufregler. Ja, ja. Genau, aber ansonsten ist es eigentlich auch Schwachsinn. Ist jetzt mit Warners? Ich kenne mich mit genau, das ist ein M52, genau. Also nicht TU, sondern M52 Einzelwarners. Und 2 Liter Hubraum, 150 PS. Ich weiß nicht, was gibt's noch zu sagen? Alu-Block, ne, die M50 hatten ja Gaurus-Block. Ja, ja. Ne? Das sind ja die amerikanischen Motoren, glaube ich, auch. Aber das ist im Prinzip so die Specs zu dem Motor. Ja, vor allem du hast hier also M-Paket innen wie außen, ab Werk auch dazu. Ne? Das ist das. Was ja auch wieder in der WIN-Nummer steht. Ne? Genau. Es ist alles da. Dann eine ganz, ganz wichtige Ausstattung, die viele E36 haben. Die einen mehr, die anderen mal weniger. Also bei Rost wurde hier die ganz große Nummer angekreuzt. Also da können wir auf jeden Fall uns richtig ausleben. Egal, ob es der Kotflügel ist. Nein. Türen sind nicht? Nee, wollte ich auch nicht, aber Wagenheberaufnahmen können wir uns auf jeden Fall mit beschäftigen. Wagenheberaufnahmen, Schweller. Die Heckklappe ist jetzt so, wie ich sehe. Die ist eigentlich noch in einem ganz guten Zustand. Also die ist reparabel, ne? Die Heckklappe ist auf jeden Fall rostfrei. Wie würde man auf eBay Kleinanzeigen sagen? Nur Flugrost, nichts durch. Ne? Und dann sieht das ungefähr. Ist durch, ja. Ne? Ist noch nicht durch, ne? Da kann noch 2 Tonnen Spachtel drauf, dann geht das. Nein, das Auto ist soweit eigentlich relativ vollständig. Es fehlen 1-2 kleine Sachen, aber die jetzt nicht wirklich wild sind. Genau. Und wie gesagt, mein Plan ist jetzt erstmal, das Ding zum Laufen zu kriegen, das Ding in guten Zustand zu kriegen. Und dann ist Tuning angesagt. Das ist kein Auto, wo du jetzt hier ein Fahrwerk reinklopfst oder was weiß ich was. Ne? Ja, wo du richtig slammt, sondern wo du wirklich vielleicht ein Gewindefahrwerk verbaust, aber auch der wird doch nicht so krank tief. Der wird doch nicht so krank tief. Weil ich sehe es jetzt selber mit meinem Audi, der ist schon sehr tief durch diesen scheiß Querrahmen, den du unten hast. Ne? Ja. Und so ein Auto durchschleifen muss jetzt nicht unbedingt sein. Nee, weißt das du, muss nicht sein. Das geht mit dem E36, ich weiß richtig, ja selber. Perfekt. Ja. Da gibt es auch ganz geile Videos zu. Das geht so schnell, dann ist so ein Ding komplett durch und das ist kein Auto, was du durchschleifen willst. Ne? Ja, du Rückleute. Die haben die uns, glaube ich, fürs Video reingelegt, ja. Dass es nach einem Auto aussieht. Ja, soll nicht so aussehen, also, als wenn ich hier. Wir machen eine Bestandsaufnahme. Das Ding ist auf dem Video, sieht das Auto relativ sauber aus. Und wenn du jetzt echt davor stehst, kannst du ja mal nah rangehen hier, wie das Auto eigentlich wirklich komplett aussieht. Also der hat auf jeden Fall eine Wäsche verdient. Er sieht sogar besser aus als deiner, nachdem er 3 Monate vor der Halle gestanden hat. Ja? Und nur ein bisschen. Nur ein bisschen besser. Ja, Michel, ich bin dir auf jeden Fall sehr dankbar. Was ich jetzt auf jeden Fall als eine Sache sagen muss, ist, bei mir ist es eigentlich so, dass wir über Geld ziemlich offen reden. Ja, mach das ruhig. Ist auch völlig okay für aber mich. Bei diesem Projekt ist es nicht okay für mich, weil es werden hier Sachen passieren. Du weißt es selber, was so Kotflügel kosten, was sonst was kostet, was Lackierungen kosten.
Bei diesem Projekt werden wir wirklich mal mit dieser Geldsache aussetzen, weil da wird sehr viel Geld reinfließen. Ja. Das muss nicht jeder wissen, was ich wo bezahle. Lackierer ist ja auch immer so eine Sache. Und ich denke, das wird unterm Strich so teuer, dass jeder sagt, Junge, bist du komplett geisteskrank. Und da habe ich keinen Bock drauf, weil, nicht weil ich es den Leuten vorenthalten möchte, sondern weil dann kommt, wenn ich dann da stehe und 10.000 Euro beim Lackieren bezahlt habe. Dann sagen das ist die, zu viel! Das ist zu viel und auch, du willst ja nur angeben, was du da bezahlt hast und so. Nein, Digga, will ich nicht. Ich will einfach nur, dass das Auto in dem Lackzustand dasteht, wie es verdient. Wie es verdient ist. Das ist ja sowieso. Das ist keine 500 Euro Lackierung genau. dann. Ne? Das ist sowieso so ein Thema, finde ich, lacktechnisch. Da haben wir uns auch viel drüber unterhalten. Ich weiß nicht genau, wie viele Subscriber von dir auch bei uns in der Community mit drin sind, aber. Wir haben ja das Coupé von Christoph lackiert und da ist natürlich auch viel Geld geflossen, weil Christoph das Fahrzeug einfach perfekt haben wollte. Es ist ein Rentnerfahrzeug, es hat gerade erst die 100.000 Kilometer geknackt, ne, nachweislich. Und das sind Sachen, hat Christoph einfach gesagt, ich will jetzt einmal eine vernünftige Lackierung machen, so, koste es, was es wolle. Und hat da halt auch viel Geld in die Hand genommen. Von allen Seiten, ne, wenn du den Leuten diese Summe nennst, da kommt, das kann man billiger machen, warum bist du nicht da hingegangen, ich kenne da einen. Und der macht noch Türkei. So, genau, und das Problem ist einfach so, Christoph wollte es gar nicht billig haben, sondern er wollte es bei jemandem haben, wo er weiß, dass der gute Arbeit macht, wo er schon Ergebnisse gesehen hat, weißt du, und wo er wusste, dass das ein Lackierer ist, der sein Handwerk liebt, weißt du? Der Lackierer, der Christophs Auto lackiert hat, der hat noch gesagt, so, du musst wieder herkommen, ich mach dir noch einen Finish und ich will Fotos von dem Auto haben. Das und so, ist dann perfekt, ey. Wenn der liebt das, ne? Ja, die Liebe da drin ist. Und genau. Ich meine, wir reden jetzt hier darüber, das Auto steht jetzt hier, man braucht ein bisschen Vorstellungskraft, er sieht aber so schon ganz gut aus. Ja. Aber ich sage euch jetzt mal ehrlich, ich hatte diesen halben E36, den wir halb auseinandergebaut haben und ich wusste auf jeden Fall, ich habe zu Laura immer gesagt, Laura, wenn ich jetzt keine E36 kaufe, werde ich nie wieder im Leben einen haben, weil ich ihn nicht bezahlen kann. Dann sehe ich diese Story mit noch einem E36, der jetzt nicht von der Stange eigentlich so ist, kann man sagen. Nein, es ist kein Fahrzeug von der Stange. Es ist ja wirklich ein Auto, was später ein Sammlerauto wird. Ja. Und dann habe ich gesagt, es ist egal, was das Ding jetzt kostet. Hätte ich mal mehr verlangt. Ja, ich hab so viel gespart für den E92. Ich habe jetzt gesagt, E92 wird es in 5 Jahren immer noch geben, ob du ein feilchenblaues E36 Coupé, das ist ja für mich auch immer schon Ausschlusskriterium. Eine Limo hätte ich ehrlich gesagt nicht gekauft, aber als Coupé, das war für mich einfach, dass ich gesagt habe, brauche ich jetzt, egal was passiert. War ja bei mir im Endeffekt genauso. Ne? Gut, ich danke dir auf jeden Fall. Gerne. Ich möchte, dass ihr diesem Jungen auch noch ein Abo dalasst. Ich verlinke deinen Kanal unten. Hat jetzt Platz. Da kommen andere Sachen dafür hier in diese Halle und das wird auf jeden Fall krass. Außerdem, ganz ehrlich, deine Limo, die drin steht, ne? Es ist so krass, am Anfang haben alle gedacht, ach Michel, was kaufst du denn da? Und als der noch so, ich weiß gar nicht, der war erst foliert grau, so. Grau, aber, nee, war das Sprühdose, ein Karlack. Ach, ein Karlack war das sogar. Da hast du das irgendwie so halb runtergeschliffen oder so? Ja, und das sah erst Katastrophe aus. Unfallschäden und alles. Und wenn ich das Ding jetzt da drin sehe, Alter, Leute, das ist schon echt, echt gute Arbeit. Also schaut euch das an. Wir sind am Ende des Videos, glaube ich. Wir gucken mal, ich lade das Ding erstmal auf. Wir fahren ihn zu mir in die Halle und dann sehen wir uns nochmal. Leute, da sind wir wieder in dem altbekannten Ort. Da steht das Ding. Und ich muss erstmal sagen, völlig krass, dass dieses Auto auf der Kamera eine überhaupt komplett andere Farbe hat. Und auch auf jedem Foto ist so ein veilchenblaues Coupé irgendwie nicht so veilchenblau, wie es eigentlich in echt aussieht. Also es ist wirklich crazy. Jetzt mal ganz ehrlich, es ist so krass. Es sieht hier so fast nicht lila aus, aber es sieht fast so aus. Ich habe die Lampe richtig, die kann man so ganz genau einstellen. Und bei dem Licht kann man es relativ gut sehen, wie die Farbe ist. Also das ist wirklich richtig lila. Das ist fast die gleiche Farbe oder ziemlich annähernd die gleiche Farbe. Aber dieses Auto ist einfach nicht so krass knallig wie einfach in echt. Das ist Wahnsinn. Genauso wie dieses Auto. Diese Ab ist nicht blau. Alle Leute denken immer, er ist blau, aber die Farbe nennt sich Blueberry. Und das Ding ist auch eigentlich lila, aber er ist nicht lila. Warum ist er nicht lila auf der Kamera? Crazy. Außerdem bin ich übelst froh, es hat wieder richtig gestürmt hier am Wochenende. Ich hoffe, ich habe übelst viele Videos irgendwie aus Paderborn und so gesehen. Ich hoffe, da ist keiner von euch Buddies bei, der da irgendwie wirklich geschädigt wurde. Beim letzten Sturm bin ich ja selber Opfer geworden von diesem krassen Wind. Aber mittlerweile, ich glaube, hier ist die Stelle gewesen, haben wir wieder ein vollständiges Dach. Darüber bin ich sehr glücklich, da regnet es hier nämlich nicht mehr rein. Was jetzt auch wieder ist, Michelle und ich haben schon öfter Videos gedreht und jedes Mal ist eine gleiche Aussage gefallen, weil wir fallen da immer in so einen Deep Talk rein, wo wir gesagt haben, ihr seht auf YouTube nur das, was ihr auf YouTube sehen sollt auch. Und das ist wieder ein gutes Beispiel, dann schaut mal.
Das Auto habe ich mir eigentlich so angeguckt. Ohne Frontstoßstange, ohne Scheinwerfer, ohne Rückleuchten. Hier ist alles reingeplundert gewesen, es fehlt der Schaltknopf. Also das alles, was wir so relativ schnell zusammengesteckt haben, so sah ein Auto dann auf einmal ziemlich gut aus. Wie gesagt, das Auto sieht auch recht geputzt aus, aber eigentlich ist da der Modder von 3 Monaten draußen stehen. Oder was heißt 3 Monaten? Ich glaube 2 Jahre stand das Ding irgendwo draußen gefühlt. Auf jeden Fall stand er ewig draußen und ja, es ist krass. Auf so einer Kamera kann man viel wegschummeln, machen auch viele. Ich versuche euch das immer ehrlich zu zeigen. Ihr wisst das zum Beispiel beim A4B5, wo wir jetzt so Kotflügel gebördelt haben, ist übelste Katastrophe gewesen. Und ich habe kein Problem damit, euch sowas zu zeigen. Also wir werden hier auf jeden Fall richtig, richtig viel zu tun haben. Wir machen von dem Auto auf jeden Fall nochmal eine explizite Bestandsaufnahme in einem der nächsten Videos. Dann werden wir das Auto auch mal so weit zusammenbauen, dass alles richtig verbaut ist und nicht nur so dran gesteckt ist, wie wir es abgeholt haben. Aber ich bin trotzdem ziemlich zufrieden. Man braucht richtig viel Vorstellungskraft. Man muss sich jetzt wirklich vorstellen, wie das Ding draußen, ich finde sogar die Felgen eigentlich ganz geil, wie das Ding einfach draußen mit vielleicht noch krasseren Felgen nochmal ein bisschen tiefer steht, komplett zusammengebaut ist, in gutem Zustand ist, vernünftig durchgeschweißt ist mit TÜV. Ich glaube, dann kann das wirklich ein wunderschönes Auto werden. Und eigentlich gibt es eine ganz coole Geschichte, warum ich dieses Auto gekauft habe. Und das war nämlich so, ich habe ja einen E36 hier stehen gehabt die ganze Zeit. Und ich bin diesen 316i gefahren und ich habe euch schon öfter erzählt, ich habe dieses Auto geliebt, über alles, wirklich. Und ihr wisst ja, was ich mit diesem Auto gemacht habe. Es gibt dieses Projekt nicht mehr, es gibt das Auto nicht mehr. Da habe ich zu Laura gesagt, Alter, die E36 explodieren so dermaßen im Preis gerade. Man kommt gar nicht hinterher, du kommst einfach nicht hinterher. Wenn du sparen willst und dir so ein Auto holen willst, dann habe ich zu Laura gesagt, ey Laura, ich glaube, wenn ich mir heute keinen E36 kaufe, dann kaufe ich mir nie wieder einen E36. Und ich war die ganzen Tage schon immer so schlecht drauf, weil ich dachte immer, fuck, Alter, kein E36 mehr im Leben zu fahren ist keine Option. Da hat Michelle diese Story gepostet und ich wusste, ich brauche dieses Teil. Okay, Leute, viel Gelaber heute wieder. Beim nächsten Mal schrauben wir. Ich wollte euch das Auto einfach mal zeigen. Ich bin ultra happy. Ich glaube, da können wir was Schönes draus machen. Und ich mache nicht denselben Fehler nochmal wie mit diesem Auto, dass wir da erstmal alles auseinanderbauen. Wir bauen ihn peu à peu auf, Stück für Stück, damit es wirklich ein richtig schönes Auto ist. Michelle war ultra fair, hat mir seinen Trailer gegeben, dass ich das Auto hierher fahren kann. Wir haben eine komplett rostfreie Heckklappe, die wir dazu bekommen haben. Wir haben eigentlich alles mit dazu bekommen, außer, glaube ich, einen Cut und 2 Blinker. Also, das ist absolut besorgbar. Dann müssen wir das Ding eigentlich erstmal vernünftig durchschweißen. Und ich glaube, dann können wir schon irgendwann zum TÜV. Ach ja, und der Motor läuft auch nicht. Also, es ist noch genug zu tun. Wir kümmern uns im nächsten Video darum. Da wird wieder geschraubt. Ihr wisst jetzt, was ich hier für ein schönes Auto habe. Ich hoffe, ihr feiert das genauso sehr wie ich. Und das ist wirklich ein Auto, das auf dem Papier wunderschön ist und in echt noch schöner. In diesem Sinne, stay tuned, bis zum nächsten Video und ciao. Lights they flicker and the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pom pom pom.